Worum es heute gehen wird, ich habe Hans Holzinger angefragt, für das Salzburger Bildungswerk, für die Zeitschrift Dreieck, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Hintergrund des Interviews ist das jüngst erschienene Buch von Hans Holzinger. Ich blende das hier mal kurz ein. Post-Corona-Gesellschaft. Und darum wird es auch gehen. Thema, wie wir mit Krisen umgehen. Herzlichen Dank, Hans Holzinger, für deine Zeit, für das Interview zur Verfügung zu stehen. Nachzulesen wird es auch sein in der nächsten Ausgabe des Dreiecks des Salzburger Bildungswerkes. Hans, ich starte gleich los mit der ersten Frage. Dieses neue Buch von dir trägt den schönen Untertitel Was wir aus Krisen lernen sollten. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr die zentralen Botschaften dieses Buches vorwegnehmen. Das können alle, die sich dafür interessieren, gerne nachlesen. Aber kannst du ganz kurz vielleicht uns erzählen, worin für dich in der Auseinandersetzung mit dem Thema die zentralen Lernaufgaben in der augenblicklichen Krise liegen? Ja, danke, Christa, für die Einladung. Ich mache das Gespräch sehr gerne mit dir. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Ja, ich denke, eine zentrale Lernerfahrung für mich war, wir sind Teil der Natur und nicht das Gegenüber. Das Gegenüber ist eigentlich die Zivilisation. Das Gegenüber ist sozusagen die Technik. Man kann weder mit dem Virus noch mit dem Klima Verhandlungen führen, sondern wir können uns gegenüber solchen Krisen nur verhalten. Wir können uns verantworten, wir können reflektieren. Wie kommen wir da raus? Wie verhalten wir uns gegenüber diesen Krisen? Aus der Einschätzung der momentanen Lage, Hans, würdest du sagen, unser Verhalten auf diese Krise hin ist aus Sicht eines Wissenschaftlers, der sich mit Zukunftsperspektiven beschäftigt, eine gute Herangehensweise? Naja, ich denke, sozusagen die Pandemie hat uns mehrere Erfahrungen gebracht. Das eine war natürlich das Herunterfahren dieser Turbogesellschaft als Erfahrung. Wir haben jetzt nur noch die Grundbedürfnisse befriedigt. Jetzt haben wir sozusagen den zweiten Lockdown vor uns. Und das hat eigentlich die Wirtschaft in die Krise geführt, weil wir gesehen haben, das Wirtschaftssystem funktioniert bei uns ja derart, dass wir weit über die Grundbedürfnisse hinaus uns Dinge produzieren können, dass wir uns Dienstleistungen schaffen. Und jetzt ist das, war das alles heruntergefahren. Das führt natürlich schon durchaus zu wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen. Das Dritte kommt dann dazu, dass sich jetzt die öffentlichen Haushalte verschulden. Die Herausforderung wird sein, wie gehen wir mit dieser Krise um? Und das ist auch sozusagen ein zentraler Gedanke meines Buches und die war die Motivation dafür, wie können wir aus diesem Herunterfahren der Wirtschaft lernen, auch für die anderen ökologischen Krisen, die ja auch einen grundsätzlichere Umsteuerung erfordern. Da wird es nicht reichen, einfach an ein paar Stellschrauben zu drehen, sondern es steht schon unsere Art von Mobilität, unsere Art von Konsumkapitalismus zur Disposition und wie wir das hinbekommen können, ohne soziale Errungenschaften wie den Wohlfahrtsstaat, wie soziale Sicherungssysteme zu gefährden, ohne auch die Demokratie zu gefährden, um das hinzukriegen, das, glaube ich, ist die spannende und wichtige Frage, die sich uns stellen wird, über die Pandemie hinaus. Der italienische Philosoph Antonio Gramsci hat Krise so definiert, dass wenn das Alte stirbt und das Neue noch nicht zur Welt kommen konnte. Und er bezeichnet das als eine Periode, die gekennzeichnet ist von massiven ökonomischen Einbrüchen und auch politischen Konflikten. Eine Periode des gesellschaftlichen Transformationsprozesses, auch ein Thema, mit dem du dich sehr stark auseinandersetzt. Aus deiner Sicht, Hans, welche Gefahren und auch gleichzeitig welche Chancen birgt denn eine Krise, wie wir sie derzeit erleben, aus deiner Sicht? Naja,
Erosionserscheinungen hat es ja schon vor der Pandemie gegeben. Wenn man kurz skizziert, wir hatten nach 1945 Wirtschaftswunder, Wiederaufbau. Die Wirtschaft hat floriert. Man muss dazu sagen, dass alles natürlich auf der Basis fossiler Energien. Aber dann ab den 70er, 80er Jahren kamen die ersten Krisenerscheinungen, höhere Arbeitslosigkeit. Es kam dann auch ein neoliberales Denken. Jeder muss auf sich selber schauen, wo er bleibt. Sozusagen auch eine Erosion des Zusammenhaltes. Kamen Migrationsfragen dazu. Das heißt, Krisenerscheinungen gab es schon vor der Pandemie. Dazu lange ja sozusagen eigentlich nur parallel mitgelaufen. Ja, es gibt ökologische Krisen, die wurden ja lange verdrängt, vielleicht symbolisiert in dem, dass es zwar Umweltministerien gegeben hat, aber das Wirtschafts- und das Finanzministerium fuhren den alten Weg weiter. Ich glaube, wie du richtig sagst mit Gramsci, das Neue ist zwar in Konturen vorhanden, wir können dann sicher darüber auch dann noch sprechen, aber es bietet vielleicht wahrscheinlich die Chance, dass jetzt, wir haben jetzt gesehen, so kann es nicht weitergehen und es wird, ich nehme an, ich habe einige Studien gelesen, das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Das heißt, wir sind von hier sogar aufgefordert, gefordert, umzusteuern. Und das Zweite ist eben auch, die Klimakrise spitzt sich zu. Das heißt, von hier sind wir auch gefordert. Und ich denke, es bietet jetzt sich durchaus die Chance, nicht einfach zum Alten zurückzukehren, sondern neue Wege zu gehen. Aus der öffentlichen Wahrnehmung und auch aus der öffentlichen Berichterstattung sind ja andere Krisen, die du jetzt schon angedeutet hast, ökonomische, auch politische, vor allem ökologische, die ökologische Krise, die Klimakrise, doch deutlich aus dem Blickfeld geraten, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Siehst du da Gefahren, dass sich sozusagen komplexe Problemsituationen, die wir ja jetzt aufgrund der Pandemie nicht irgendwie gelöst haben, sondern die ja nach wie vor existieren, dass die zu wenig fokussiert werden und dadurch auch irgendwie an Bedeutung für gesellschaftliche Problemlösung verlieren? Ja, natürlich absorbiert jetzt die Pandemie unsere Aufmerksamkeit und das ist auch naheliegend. Es ging hier darum, wir waren mit einer neuen Situation konfrontiert. Wir kannten zwar Pandemien aus weit weg von uns oder aus der Geschichte, aber dass das uns in diesen reichen Gesellschaften wieder treffen wird, war etwas sehr Neues. Und von daher ist es naheliegend, dass die öffentliche Aufmerksamkeit einfach jetzt darauf gerichtet war, mit dem Für und Wider, welche Maßnahmen sind wie richtig, welche Maßnahmen gibt es, Maßnahmen, die überzogen sind. Es gab ja auch sehr viel Unwissenheit darüber. Aber man hat durchaus erkannt, wenn man sozusagen die Rolle der Wissenschaft ernst nimmt, und das wäre dann die Parallele auch zum Beispiel, dass man die Klimaforschung, dass man auch die Ökosystemforschung ernst nimmt, könnte man hier durchaus auch lernen. Und ich denke, dass die Pandemie irgendwie auch ein Brennglas ist. Sozusagen, man hat jetzt erkannt, Schwachstellen in unseren Gesellschaften, die jetzt eigentlich noch verstärkt zutage treten. Ja? Das seien Wohnverhältnisse, Menschen, die einen Garten haben, ja, Menschen, die große Wohnraum haben, die hatten sich leichter getan mit dem Lockdown als Menschen, die ja in beengten Wohnverhältnissen leben. Gibt es viele andere Beispiele in junge Familien, die noch Großeltern haben, tun sich leichter, wenn der Kindergarten zusperrt oder die Schule zusperrt, als wenn man das nicht hat. Das Sichtbarmachen von diesen verdeckten Wunden einer Gesellschaft durch eine Krise, kann das deiner Meinung nach auch dazu führen, dass diese sogenannten verdeckten Wunden auch durch das Sichtbarmachen einen neuen Schub in Richtung, wir müssen diese Probleme lösen, vollziehen können? Ist das so? Naja, ich schätze es ja ein sogenanntes Zwiebel- oder Hüllenmodell von Gesellschaften. Mhm. Wenn man sich so einen Zwiebel vorstellt, die innere Hülle sind die Nächsten. Das ist die Familie, dann kommt der Freundeskreis, kommt die Nachbarschaft,
dann kommt vielleicht der Stadtteil, das Gemeindeleben, das Vereinsleben und letzten Endes dann das Gemeinwesen im Staat. Und ich denke, es ist wichtig, dass alle diese Hüllen, die ineinandergreifen, dann sozusagen gut funktionieren. Und das sieht man in einer Krise verschärft. Ja. Wenn jemand sozusagen vorher schon wenig soziale Kontakte hat, natürlich durch einen Lockdown steigt die Vereinsamung. Und es gibt ja mittlerweile auch Hinweise, Studien, dass psychische Probleme zunehmen. Ja. Andererseits gab es natürlich auch Studien, dass durchaus Kurzarbeit, das Herunterfahren dieses Arbeitsstresses auch als angenehm empfunden wurde, zumindest in der Anfangszeit. Das heißt, es gab auch diese Gegenerfahrung dazu. Und ich denke, alle diese Hüllen sind wichtig und letztens die letzte Hülle ist sicher dann der Wohlfahrtsstaat, der Sozialstaat, wo man jetzt sieht, der Staat ist eigentlich wieder zentrale Akteur, um der Krise Herr zu werden. Und ich denke, das kann auch vielleicht eine Erkenntnis sein, dass es dass staatliche, öffentliche Aufgaben etwas sehr, sehr Wichtiges sind. Von Bildung bis zum Gesundheitssystem, bis zu den sozialen Sicherungssystemen. Ein Kapitel in deinem neuen Buch trägt den Titel Der Rettung eine Richtung geben. Ja. Wie sieht denn für dich, Hans, eine gelungene Rettungsaktion aus, dass wir als Gesellschaft global und auch hier ganz national und wenn man es noch einmal runterbricht, hier in Salzburg sozusagen diese Krise gut überstehen? Und was ist aus deiner Sicht bedeutsam, dass diese Rettungsaktion gelingt und wer soll denn diese Rettungsaktion auch irgendwo leiten? Ist das der Staat, der das übernehmen soll oder die staatlichen Rahmenbedingungen? Ja, ich denke, wie ich vorhin gesagt habe, es braucht das Zusammenwirken unterschiedlicher Felder. Auf eine Krise gibt es zwei Reaktionsmöglichkeiten. Man will möglichst schnell wieder zurück zum Zustand von davor oder man lernt aus der Krise und schaut, wie hängt sie eigentlich mit anderen Krisen zusammen? Die Pandemien haben schon auch damit zu tun, mit unserer Art, wie wir immer mehr auf die Natur zugreifen, Naturräume, geschützte Naturräume erobern, Massentierhaltung, wie man jetzt am Beispiel Dänemark bei diesen Nerzen erkannt hat, sind ja alles Dinge, die dann Pandemien fördern und durch diese Form von Globalisierung verbreiten sich natürlich auch Viren viel, viel rascher. Und ich denke, sozusagen ein Weg wird schon sein, auch diese Form von globalen Güterketten und von dieser Aufspreizung der Güterketten wegzukommen, aus mehreren Gründen. Das eine ist, es ist ja toll, ich plädiere dafür, Wissen soll global verfügbar sein, dass wir eine globale Wissensgesellschaft, aber die Dinge, die wir brauchen, weitgehend wieder oder viel stärker wieder vor Ort zu produzieren, das ist mit neuen Technologien durchaus machbar. Wir wissen auch, Landwirtschaft lässt sich ganz anders organisieren. Regenerative Landwirtschaft, biologische Landwirtschaft, wären jetzt alles Ansätze, die zu ergreifen wären. Im Grund sagt man, wenn man Klimawandel wirklich ernst nimmt, müssen wir diese globalen Güterketten vielleicht auf ein Fünftel reduzieren. Ja. Und ein Punkt, der sicher bleibt, ist, wegzukommen von den fossilen Energien. Und wenn wir das 1,5 oder auch das 2-Grad-Ziel, globale Mitteltemperaturerhöhung um höchstens 1,5 oder 2 Grad ernst nehmen, müssten eigentlich 2/3 der fossilen Energien, über die wir verfügen, unter der Erde bleiben. Das ist natürlich zum einen für die, die diese fossilen Energien noch schürfen, eine enorme Wertvernichtung. Aber zum anderen wird es viel Kosten, volkswirtschaftliche Kosten auch verursachen, wenn wir weiter diese fossilen Energien verfeuern. Aber das ist natürlich ein enormer Strukturwandel, der vor uns steht. Siehst du da Schnittstellen oder Weichenstellungen aus der heutigen Situation oder Perspektive, die in die Richtung gehen
diesen Strukturwandel tatsächlich zu vollziehen. Also einerseits diese Green Deal-Geschichte, die von Deutschland initiiert in der Europäischen Union natürlich verhandelt wird. Sind das ausreichende sozusagen Schnittstellen und auch ausreichende Weichenstellungen für eine resiliente Zukunft? Du hast ja vorhin angesprochen, dass ich mich mit Transformation und Transformationsforschung beschäftige. Und da gibt es einen Ansatz, der sagt, wenn es zu Häufigkeitsverdichtungen sowohl der Krisen als auch der Neuansätze kommt, dann besteht die Chance zu Veränderungen. Wenn es dann noch sozusagen Gelegenheitsfenster, Windows of Opportunity gibt, die das vorantreiben, umso besser. So ein Gelegenheitsfenster war jetzt oder ist die Pandemie. Andere Gelegenheitsfenster sind sicher, und das bestätigen eigentlich viele Klimabücher, die gerade erschienen sind. Ich konnte gerade für das Land Salzburg so ein Paper machen, Klimadiskurs 2020. Da haben wir angeschaut, wie wird nicht sich das Klima verändern, sondern wie wird darüber gesprochen. Und da war Einheit, sozusagen eine einhellige Meinung der Experten, der Expertinnen, die Wetterextreme werden zunehmen und sie sind auch zugleich aber das, was wir sinnlich wahrnehmen und das bietet dann die Chance, doch mehr zu tun, weil sozusagen ein abstraktes 1,5-Grad-Ziel oder selbst, glaube ich, ein auf einer einsamen Scholle schwimmender Eisbär ist weit weg von uns. Aber wenn man Hochwasser hat, wenn Häuser weggerissen werden, wenn Ernten ausfallen, dann kommt es sozusagen zum Umdenken. Die Hoffnung dieser Experten ist, ja, dass wir sozusagen dann zusammenwirken. Andere hoffen auch, dass sich die Kapitalströme, die Investitionsströme umlenken. Und du hast es angesprochen, mittlerweile ist schon Klimawandel ganz oben angekommen. Ich glaube, dass dieser europäische Green New Deal ein sinnvoller Ansatz ist, wenn er verbunden wird, und das ist ein eigenes Thema dann, sozusagen wegzukommen von diesem Wachstumsdenken. Ja. Du hast das Vokabular Hoffnung gewählt. Das ist ja so ein bisschen ein zwiespältiger Begriff mittlerweile. Er ist natürlich in der Theologie ganz stark verankert. Wenn ich mich darauf beziehe, dann reflektiere ich auf ein Buch von Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung, in dem er ja sagt, dieses Prinzip brauchen wir ganz wichtig, wenn es darum geht zu analysieren, was ist denn eine bessere Welt für uns? Und darüber nachzudenken, sagt Bloch, ist gekennzeichnet mit einer Auseinandersetzung über Utopien. Das heißt, über die Frage, wie schaut unsere Zukunft aus? Welche Utopien, Hans, brauchen wir oder täten uns in einer Zeit der Krise gut oder welche wären insbesondere hilfreich? Weil schon wahrnehmbar ist, dass innerhalb der Gesellschaft viele Menschen diese Ungewissheit, wie schaut die Zukunft aus, die sehr nahe Zukunft, das heißt, wann kann wieder so etwas wie Normalität stattfinden, aber auch die entferntere Zukunft, werde ich wieder einen Job haben können und so weiter. Welche Utopien täten uns jetzt gut oder was wäre jetzt hilfreich in so einer Krisenzeit? Ich glaube, der erste Punkt ist schon, sozusagen mit Ernsthaftigkeit über die Krisen zu diskutieren und uns darüber nicht hinwegzuschwindeln. Ja. Und das Zweite ist, also es gibt den Begriff der Realutopien. Das ist jetzt nicht ein großer Wurf, so wird es sein, zum Beispiel Ökosozialismus, sondern das sind viele kleine neue Ansätze. Ich verwende auch den Begriff der Wenden, ja. Ernährungswende, Stadtwende, Mobilitätswende, Energiewende, Arbeitswende, aber durchaus dann sozusagen auch Denkwende, Dinge neu zu denken. Ich sage nur ein Beispiel, jetzt messen wir Wohlstand, wirtschaftlichen Erfolg nur mit dem Bruttoinlandsprodukt. Es gibt mittlerweile viel, viel mehr Indikatoren, die sozusagen Wohlstand genauer messen, wo die Frage der Inklusion der Menschen eine Rolle spielt, wo natürlich der ökologische Fußabdruck eine Rolle spielt. Das sind auch Denkwenden, die anzugehen sind. Ich glaube, drittes ist, wir müssen tatsächlich lernen, Begrenzungen zu akzeptieren.
Manches Mal wird ja gefragt, gewarnt vor Ökodiktatur, es wird gewarnt vor Begrenzung, Einschränkung der Freiheit, aber Freiheit war immer, hat immer dort geendet, wo sozusagen die Freiheit des anderen, sei es jetzt der nächsten Generationen, sei es der Menschen weit weg von uns. Der Klimawandel trifft ja die Menschen in den Ländern des Südens aus mehreren Gründen viel stärker, als das bei uns sein wird. Das ist sicher eine Lernerfahrung, Begrenzungen zu akzeptieren und das auch öffentlich zu kommunizieren. Ja. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass Menschen Verbote durchaus akzeptieren, wenn sie glaubwürdig und für alle sozusagen eigentlich verbindlich dann vorgegeben werden. Und das Dritte wäre dann nicht nur zu fragen, worauf müssen wir in Zukunft verzichten, sondern zu fragen, worauf verzichten wir eigentlich jetzt? Ist dieser permanente Leistungsdruck, ist diese Form von Konsum, das sagen wirklich das Letzte oder die letzte Errungenschaft von Kultur oder gäbe es hier nicht auch andere Dinge? Mhm. Wenn jetzt in meinem Buch habe ich ja sozusagen die Hoffnung, und das ist jetzt tatsächlich eine Hoffnung, dass wir Wirtschaften wieder mehr als sozialen Prozess begreifen. Also nicht nur zu schauen, wo bekomme ich etwas möglichst billig, sondern zu schauen, wer hat das unter welchen Bedingungen für uns, für mich produziert. Vielleicht kenne ich dieses Unternehmen, ich nenne es dann so eine Ökonomie der Verbundenheit oder auch eine Ökonomie der Nähe. Ich denke, sozusagen Nähe, Lokalität wird eine wichtigere Rolle in Zukunft spielen, das zeigen mehrere Studien. Im Buch habe ich dann drei Begriffe, das heißt eine Kultur des Genug, eine Kultur der Verortung und eine Kultur der Inklusion. Die Vorstellung von Nähe ist ja in der derzeitigen Situation eine sehr fragile, sage ich einmal, nachdem wir allenorts zur sozialen und physischen Distanz aufgerufen sind. Da ist es ja mit der Nähe nicht gar so weit her. Das heißt, wir sind als unsere menschliche Eigenschaft, nämlich dass der Mensch konstitutiv ein Gesellschaftswesen ist, ja, die Gemeinschaft braucht, die wird ja durch diese Pandemie auch ein Stück weit eingeschränkt. Das heißt, die soziale Distanz wird von uns gefordert und verhindert ein zentrales menschliches Bedürfnis, nämlich mit jemandem in Gemeinschaft zu sein. In einem deiner Bücher, wo es auch um das gute Leben für alle geht, geht es ja auch darum, Rahmenbedingungen herzustellen, dass wir Menschen sozusagen dieses gute Leben als Ziel unseres Lebens finden. Und das ist ja in der Regel ein gesellschaftlicher Verhandlungsprozess, wo wir einander brauchen, gell? Und wenn wir jetzt so diese Distanz, in Distanz leben müssen, wie kann so ein gesellschaftliches Aushandeln und ein soziales Miteinander gelingen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Also ich denke, sozusagen Demokratie funktioniert nur mit Dialog, mit Auseinandersetzung über unterschiedliche Sichtweisen, über unterschiedliche Vorschläge, wie wir Probleme lösen könnten. Und das erfordert das gemeinsame Gespräch. Ich denke, es ist durchaus auch wichtig, wenn man demonstrieren geht. Fridays for Future hat sehr viel bewegt, hat Dinge in die Öffentlichkeit gebracht, aber es braucht dann den nächsten Schritt und der nächste Schritt ist wirklich, dass viele Menschen, ich nenne das auch den Gang in die Institutionen gehen. Bei Vorträgen wird ja häufig gefragt, was sollen wir jetzt tun? Also meine Antwort ist immer dann, dort, wo du tätig bist, dort, wo du dich engagieren kannst, dort bringe dich ein. Und in Summe, wenn viele das machen, ja, kommen wir sozusagen dann zur Veränderung. Natürlich, die Pandemie erfordert jetzt Veränderungen. Es ist nicht so viel möglich, dass man sich trifft oder in Dialog tritt. Andererseits haben wir jetzt, wie wir auch jetzt gerade praktizieren, auch gelernt, in dieser Situation andere Wege der Kommunikation
zu finden, obwohl Internetkommunikation für mich nie natürlich den persönlichen Austausch ersetzen kann. Und ich hoffe, wir kehren auch wieder zu anderen Formen des Austauschs zurück. Wobei ich denke, dieses Dialogische war auch schon vor der Pandemie eigentlich verloren gegangen. Mhm. Aus meiner Wahrnehmung, es gibt starke Polarisierungen und es geht nicht anders, als das Gespräch zu suchen und im Gespräch auch miteinander in Diskussion zu sein. Ja. Das ist für mich sozusagen auch ein Grund, warum ich einer stärkeren Ausweitung von direktdemokratischen Elementen durchaus etwas abgewinnen kann, weil dann der Protest sozusagen nicht nur auf der Straße stattfinden muss, sondern man ist dann inkludiert eigentlich ins demokratische System und hat dann auch das Gefühl, ich kann etwas mitbestimmen. Ja. Aus der Psychologie kennen wir das eine ganz wesentliche Eigenschaft, um eine Krise, eine persönliche, individuelle, aber auch gesellschaftliche Krise zu erfolgreich sozusagen zu bewältigen, Resilienz ist, also Widerstandsfähigkeit. Auch Gesellschaften, kleine Gruppen, soziale Einheiten brauchen diese Widerstandsfähigkeit. Und um widerstandsfähig zu sein, muss ich immer überhaupt wissen und schauen, wo sind meine Ressourcen. Ja. Hans, wo siehst du die gesellschaftlichen Ressourcen besonders stark ausgeprägt, um diese Krise gut bewältigen zu können? Wo siehst du in unserer Gesellschaft Stärken, die wir noch zu wenig vielleicht betrachtet haben? Ich plädiere für so einen Mehrebenenansatz oder vielleicht auch für das sowohl als auch. Wir brauchen neue Innovationen, wir brauchen Dinge, die in Nischen erprobt werden. Wir brauchen aber, wie ich vorhin gesagt habe, sozusagen Menschen, die in die Institutionen gehen, das neue Ideen, neue Perspektiven einbringen. Und wir brauchen natürlich den öffentlichen Druck, Zivilgesellschaft, um in der, sozusagen ein Agenda-Setting zu betreiben. Ich denke, also Nähe ist etwas sehr Wichtiges. Sigmund Baumann, ich zitiere da nochmal ein Buch, ein Soziologe, hat gesagt, Verantwortung erfordert Nähe und Nähe fördert Verantwortung. Insofern ist sozusagen die lokale Ebene, und da meine ich jetzt zum Beispiel die Gemeinde, ihr arbeitet ja sozusagen viel mit Gemeinden, dort, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas entwickeln, kann erstens Feuer entstehen für etwas, man ist dann Teil des Ganzen, und wenn man das dann vervielfältigt, wenn das in vielen Gemeinschaften passiert, dann bekommt das auch eine politische Kraft. Ja. Hier ein Buch, den Netztheoretiker Bruno Latour, das sind sozusagen die Schlussworte des Buches. Er sagt, so wie sich sozusagen das Virus von Mund zu Mund verbreitet, sollen sich auch neue Ideen, neue Gedanken und auch sozusagen Lösungen für die ökologischen Krisen, für die sozialen Krisen von Mund zu Mund verbreiten. Das wäre sozusagen ein Bild dafür. Ja. Viele Ansätze, Ideen, Hans, sind ja in diesem Buch gesammelt, dem ich eine große Leserschaft wünsche, insbesondere jetzt, wo man sich ohnehin nicht sehr viel austauschen kann oder zu Veranstaltungen gehen kann, hat man vielleicht etwas mehr Zeit, sich intensiver mit Thesen deiner Auseinandersetzung zu beschäftigen. Abschließend zu unserem Gespräch, Hans, möchte ich gern fragen, was dich persönlich momentan am stärksten beschäftigt, was dir vielleicht auch persönlich am meisten Sorge bereitet, Angst vielleicht auch, oder im Gegensatz, was dich am meisten freut, verwundert, zum Staunen bringt in der jetzigen schwierigen Zeit der pandemischen Krise? Ich fühle mich natürlich in einer privilegierten Situation. Ich habe eine Arbeit, die sehr erfüllend ist mit meiner Familie. Wir wohnen im wunderschönen Seekirchen, haben den See, haben die Natur. Natur ist für mich sicher etwas, wo ich Kraft tanke. Und eine meiner Sorgen ist tatsächlich sozusagen, dass der Vertrauensverlust in die Institutionen, das Vertrauensverlust auch in den Staat,
in das politische System. Das darf man nicht übersehen, das könnte wirklich gefährlich werden. Die Hoffnung sieht sich, dass es tatsächlich eine Verdichtung von Neuansätzen gibt. Wir nehmen das auch wahr, was an Büchern erscheint, und wir nehmen auch wahr, wie viel es an neuen Initiativen gibt, auch im Bundesland Salzburg. Wir haben ja gemeinsam mit Gemeindeentwicklung bauen wir so einen Atlas, das Projekte des gelingenden Wandels, Atlas der Nachhaltigkeit in Salzburg auf. Daraus schöpfe ich durchaus Hoffnung. Wenn ich ehrlich bin, ob diese Dekarbonisierung der Wirtschaft gelingt und es wirklich, weil das erfordert einen großen Strukturwandel zu erkennen, ja, wir lassen das Zeug unter der Erde, da bin ich nicht so optimistisch, ob das gelingt, auch wenn es viele Ansätze gibt. Und ich glaube, es wäre verkehrt, jetzt gleich das Handtuch zu werfen, sondern es gibt da durchaus technologische Innovationen, es gibt da soziale Innovationen. Der Wunsch zum Beispiel, sich an neuen Bürgerkraftwerken zu beteiligen, ist auch in Österreich, gab es gerade eine Umfrage, sehr hoch. Das heißt, da gibt es durchaus auch Ansätze. Das heißt, es ist kein ganz pessimistisches Bild, wobei du auch sagst, es gibt einen Vertrauensverlust, der nicht nur befeuert wird, glaube ich, von Verschwörungstheoretikern, die die Unruhe im System ein wenig ausnutzen, so empfinde ich das zumindest, um hier noch stärker die Gesellschaft zu spalten oder eine Verwirrung in der Gesellschaft zu erzielen. Hilft dagegen Bildung aus deiner Sicht als probates Gegenmittel? Ich denke, Bildung hilft, ja, aber Bildung ist natürlich nicht das Allheilmittel, und vor allem darf man nicht alles auf die Bildung schieben. Ich denke, was wir wieder mehr brauchen, sind Persönlichkeiten in der Politik, weil die Politik ist ja nicht ganz unschuld an diesem Vertrauensverlust, wenn es immer darum geht, ja, wer hat wieder wem etwas zugeschoben, und das in der Öffentlichkeit ja dann, die Dinge müssen transparent werden, oder was sie bei Parteien spenden jetzt und solche Dinge. Aber ich glaube, solche Menschen, Persönlichkeiten, die in die Öffentlichkeit wirklich das tragen, worum es in Zukunft gehen wird, und das mit einer Bestimmtheit, mit einer Klarheit tun, das wird genauso wichtig sein. Bildung sozusagen sieht man nicht unmittelbar den Erfolg, aber das ist ja wieder das Schneeballsystem, wenn sich in allen Schulen neue Inhalte, auch neue Lernmethoden umsetzen, dann hat das ja in Summe auch wieder eine Wirkung, wieder eine große Wirkung. Wir beide arbeiten ja in Bildungsbereichen, Hans, die Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen insbesondere in einer sehr differenzierten Auswahl an Themen und profunden Expertinnen und Experten, die uns zukunftsorientierte Hinweise geben können, wie unser Leben zu gestalten ist. Ich habe schon erwähnt, oder mehrere Ansätze, wie wir das tun können, findet sich in deinem Buch. Ich sage ganz herzlichen Dank, Hans, für dieses Interview, das wir ja für unsere Zeitschrift aufgenommen haben und dort auch nachzulesen sein wird und möglicherweise auch im Netz sich befinden wird. Und ich bedanke mich für deine Zeit, Hans, und auch dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast, diese unterschiedlichen Ansätze, welchen Bereichen wir folgen sollten, um aus einer Krise zu lernen, dass du dir die Mühe gemacht hast, das zusammenzustellen und als Buch herauszubringen. Vielen Dank für das Gespräch, Hans, und ja, uns allen eine hoffnungsfrohe Zukunft.